Warten einfach schon mal. Sie können sich noch ganz in Ruhe Ihre Plätze suchen. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Im Namen der Deutschen Forschungsgemeinschaft möchte ich Sie ganz herzlich hier an Bord der MS Wissenschaft begrüßen. Wir sind heute mit unserer Exkursveranstaltungsreihe zu Gast hier bei Dialog an Deck und freuen uns sehr, dass Sie alle den Weg hierher gefunden haben. Die Hitze der letzten Tage ist ja zum Glück etwas verklungen. Wir waren uns nicht ganz sicher, wie warm es gegebenenfalls heute werden wird, aber so können wir alle einen ganz angenehmen Abend hier an Bord verbringen. Ja, heute möchten wir mit Ihnen und mit unseren Gästen auf dem Podium über Alternativen zur Organspende wie die Xenotransplantation oder den sogenannten 3D-Biodruck diskutieren. Die Gesprächsrunde des heutigen Abends wird moderiert und darüber freuen wir uns sehr von dem Wissenschaftsjournalisten, Moderator und Biologen Michael Lange. Michael Lange arbeitet außerdem als freier Hörfunkjournalist für unter anderem den WDR, den Deutschlandfunk und die Deutsche Welle und erhielt 2006 gemeinsam mit Martin Winkelheide den Holzbring-Preis für Wissenschaftsjournalismus. Und bevor ich nun an Michael Lange übergebe, möchte ich die Gelegenheit noch kurz nutzen, Sie auf unsere Exkursveranstaltungsreihe hinzuweisen. Wenn Sie Informationen zu kommenden Veranstaltungen per Mail erhalten möchten, dann können Sie uns gerne da hinten am Tisch so ein kleines Kärtchen ausfüllen und dann senden wir Ihnen zeitnah per Mail Veranstaltungsinformationen zu. In diesem Newsletter machen wir auch auf das Videoformat der Exkursgespräche aufmerksam. Hier spricht Johannes Büchs mit Wissenschaftlerinnen über aktuelle Ergebnisse DFG-geförderter Forschung. Die Videos sind auf unserer Homepage und im DFG-YouTube-Kanal online abrufbar. Ja, und damit übergebe ich an Sie, Herr Lange, auch zur Vorstellung der ExpertInnen des heutigen Abends und wünsche uns allen eine interessante und erkenntnisreiche Veranstaltung. Ja, das Thema von heute hat nicht so viel mit Seefahrt zu tun, auch nichts mit dem Rhein. Der Ort ist zufällig und passt trotzdem ganz gut. Ich glaube, hier kann man sich gut unterhalten, hier kann man gut nachdenken. Und dazu haben wir zwei Gäste hier, zwei Experten, also eine Expertin, einen Experten, die von unterschiedlicher Seite an das Thema rangehen. Thema: ein Herz aus dem Drucker. Das ist aber nur so ein Beispiel. Wir sprechen ganz allgemein über Möglichkeiten von Organtransplantation und vor allen Dingen, was in Zukunft möglich sein könnte, was wir brauchen, was wichtig ist, was nicht so wichtig ist. Und da freue ich mich sehr auf Ihre Einschätzung. Da ist zum einen Professor Dr. Constanza Ferreira de Figueiredo. Ich lerne es noch besser im Laufe der Veranstaltung. Sie ist Biologin, aber im Gegensatz zu mir hat sie nicht früh aufgehört mit der Biologie, sondern hat richtig weitergemacht, hat in Portugal studiert, ist dann in der Doktorarbeit nach Hannover gekommen und leitet da jetzt ihre Arbeitsgruppe für allogene Zelltherapie, ist dort Professorin am Institut für Transfusionsmedizin und Transplantationstechnik. So habe ich das mal übersetzt. Ist natürlich alles englische Namen heute, auch in Hannover, aber wir versuchen das möglichst verständlich rüberzubringen. Ja, ihre eigene Forschung, die wird sie auch auf jeden Fall hier vorstellen und ich kann schon mal ein bisschen neugierig machen, es geht darum, wie man Zellen oder Organe verstecken kann, und zwar vor dem Immunsystem. Sie sagt manchmal auch unsichtbar machen, aber ich glaube, man kann sie trotzdem noch sehen. Aber da werden wir gleich drüber sprechen, warum das unsichtbar ist. Schön, dass Sie da sind. Und der zweite Gast, das ist Professor Paul. Na? Professor Dr. Norbert W. Paul, das ist wichtig, wenn man ihn im Internet sucht, habe ich mir sagen lassen, weil er kein Schamane ist, sondern er ist Philosoph, er ist Bioethiker, kann man auch sagen, und befasst sich mit der, ja, ich will mal sagen, wie man persönlich an die Frage der Organtransplantation herangeht oder auch wie wir als Gesellschaft damit umgehen. Und da bin ich auf seine Kommentare natürlich ganz besonders gespannt. Er ist Direktor des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin und Vorsitzender des Klinischen Ethikkomitees der Universitätsmedizin in Mainz und hat den Weg, den Rhein runter ist es ja, zu uns gefunden und muss heute noch zurück, aber für diese Veranstaltung hat er auf jeden Fall bis zum Schluss für uns Zeit. Ja, wie gesagt, mein Name ist Michael Lange, ich nähere mich dem Thema sonst eher
als Journalist und als Moderator kann man es sich immer relativ einfach machen. Und ein Bericht über Organtransplantation, der könnte immer anfangen, mehr als 10.000 Menschen warten auf ein Spenderorgan. Ich habe mal geschaut, fast jede dritte Moderation fängt genauso an. Stimmt, es sind etwa 10.000 und es werden leider mehr, zumindest nicht weniger, was man immer gehofft hat. Das ist leider nicht der Fall. Man kann es auch umrechnen, dass täglich 2 bis 3 Menschen auf der Warteliste sterben. Das klingt dann bedrohlicher und ist es auch. Und ich muss sagen, für mich war das so ein Thema mit bedrückenden Zahlen, aber es hat mich nie so richtig gepackt. Ich dachte, ach Gott, Organtransplantation, da bin ich ja zum Glück als Empfänger vorerst nicht betroffen, brauche ich doch nicht. Aber als dann meine Lieblingstante, das ist jetzt ein paar Jahre her, zusammenbrach und ganz überraschend interessanterweise eine Spenderleber brauchte, da hat sich das Bild für mich sehr geändert. Also da habe ich gesagt, okay, das ist näher als man denkt. Die war gerade 70 Jahre alt, mit dem Fahrrad gefahren und auf einmal entstand eine bedrohliche Situation. Ich will es jetzt, weil ich auch nicht kann, medizinisch nicht genauer erklären. Wenn sie jetzt zu Besuch kommt, dann müssen die Haustiere bei uns raus und es wird gut geputzt und wir kennen auch schon den Umgang mit Mundschutz, bevor das allgemein bekannt war. Also das Leben hat sich für sie geändert, aber sie kann weitestgehend ihren Alltag wieder leben. Und da hat sich, wie gesagt, meine Position zur Organspende geändert und ich bin immer ganz neugierig, wenn es da neue Sachen aus der Forschung gibt und deshalb bin ich auch gerne hier und habe hier die Moderation übernommen. Interessant ist ja, dass die Organe immer genau passen müssen für den jeweiligen Organempfänger. Und da möchte ich mit Ihnen kurz drüber sprechen, Frau Figueredo. Ja, wie kommt das? Wieso braucht man passende Organe? Ja, weil jede Person, jede Individuum hat ein bestimmtes Merkmal. Sie definiert sich selbst durch die Expression von Molekülen auf jede Zelloberfläche und die dann diese Organe von diesen Organen. Und diese Moleküle sind sehr variabel. Sie haben eine sehr wichtige Funktion. Sie präsentieren noch kleinere Moleküle zu den Immunsystemen, um uns gegen Virus oder Bakterien, Pathogeninfektionen zu verteidigen. Das Problem ist, dass nach einer Transplantation sie machen, dass diese Organe sichtbar für das Immunsystem ist. Das heißt, es passt oder es passt nicht. Das Immunsystem schaut also genau hin. An diese Molekül. Ja. Also es und ist, erkennt, das gehört zu mir und das gehört nicht zu mir. Gehört nicht zu mir. Und diese Molekül ist verantwortlich für zum Beispiel, wenn wir jetzt mit einem Virus infiziert sind, sie wird dann das Immunsystem zeigen, ich habe hier irgendwas, sie gehört nicht zu mir, deswegen bitte eliminiert mich. Diese Zelle wird dann eliminiert und die Infektion verbreitet sich nicht. Also deshalb braucht man ein Organ, was passend ist. Genau. Also Spender sonst, und Empfänger müssen zusammenpassen. Genau, sonst erkennt das Immunsystem des Empfängers, wird diese Molekül oder diese präsentierte Peptid, diese kleine Molekül, die diese Molekül präsentiert, erkennen als nicht mein und eliminiert das Organ. Das wollen wir nicht, weil die Menschen, der Patient braucht dann dieses Organ zum Überleben. Deswegen ist es sehr wichtig, dass die Moleküle zwischen dem Patienten und dem Spender passen, so ähnlich wie möglich sind, sodass nach der Transplantation das Immunsystem des Empfängers das Organ nicht als fremd erkennt. Trotzdem ist es ja notwendig, dass man Medikamente nimmt. Und genau. Das sind Medikamente, die auf das Immunsystem wirken. Und deshalb muss ja meine Tante so aufpassen, genau. Wenn sie woanders zu Besuch ist, sage ich jetzt. Genau, weil diese Moleküle sind 6 Moleküle auf die Zelloberfläche. Aber sie präsentieren kleine Moleküle, die von allen unseren Zellkomponenten abgeleitet werden. Und die sind unendlich, eine unendliche Zahl von Molekülen. Das können wir nicht matchen zwischen Spender und Patienten. Und deswegen, es gibt immer eine, sogar wenn ein passender Organ, also mit diese mit gleichen 6 Molekülen zwischen Spender und Donor gefunden ist und der Organ transplantiert werden, es kann immer noch abgestoßen werden, weil andere kleine Moleküle präsentiert.
Und deswegen brauchte der Patient Immunosuppression. Und das ist eine generelle Suppression des Immunsystems. Das heißt, das Immunsystem erkennt das Organ immer noch, aber nicht mehr die Fähigkeit hat, zu antworten. Er kann die Zelle nicht mehr eliminieren, weil er ist supprimiert. Aber das Problem dann ist, er erkennt das Organ nicht, aber er erkennt auch nicht virusinfizierte Zellen, er erkennt keine Krebszellen mehr und deswegen müssen sie ihr Haus sehr gut putzen und die Tiere rausschmeißen. Das heißt, das Immunsystem ist einfach nicht fit aktiv. Genug, nicht aktiv, aktiv. Genug, um seinen üblichen Job zu machen. Genau. Ja. Das ist natürlich schon eine schwere Einschränkung. Als nächstes möchte ich noch kurz über die Zahlen sprechen, wie sie zustande kommen mit Professor Paul. Und zwar habe ich mal nachgeschaut, was ist eigentlich der Grund für den Organmangel? Und da werden weitestgehend drei Gründe genannt. Einer, da können wir nicht viel dran machen, wir werden immer älter, auch unsere Gesellschaft wird immer älter. Dann haben wir einen Grund mit Krankheiten, mit chronischen Krankheiten, die zunehmen, die ja auch etwas manchmal mit dem Lebenswandel zu tun haben. Und das Dritte, das sind die Spender. Da haben wir einfach zu wenig, da brauchen mehr Leute, die einfach ihren Organspendeausweis. Gibt es weitere Gründe oder können Sie das bestätigen? Und was kann man dagegen tun? Das ist die Hauptfrage natürlich auch. Naja, ich kann es bestätigen, würde es aber noch ein bisschen erweitern wollen. Die Eintrittspforte für die Organspende, also wann kann ich ein Organ überhaupt spenden, ist nach dem deutschen Transplantationsgesetz der Hirntod. Heißt jetzt irreversibles Hirnorganversagen, wird ein bisschen anders diagnostiziert als noch vor einigen Jahren. Und der Hirntod, das wissen wir alle, ist ein unerwünschtes Ereignis. Na, ich hoffe, Sie tragen alle Fahrradhelme und wir haben Airbags und wir haben andere passive Sicherheit. Wir haben auch Fortschritte in der Neurologie. Früher gab es Menschen, die nach einem großen Schlaganfall hirntot wurden. Die gibt es nicht mehr. Das passiert de facto nicht mehr. Das heißt, der Hirntod ist etwas, was wir vermeiden, ist aber gleichzeitig Eintrittspforte für die Organspende. Das wäre ein Grund. Es gibt einen zweiten Grund und ich darf, wenn ich Sie sozusagen nicht damit persönlich treffe, mal in die Runde schauen und sagen, naja, wir sind so im Altersdurchschnitt knapp an die 60, ich zähle mich mit, vielleicht auch, sogar drüber. Aber auch relativ jung heute, oder? Ja, wir haben auch viele potenzielle Spender. Das wollte ich nicht fragen, aber ich nehme mal an, der eine oder die andere von Ihnen hat schon eine Patientenverfügung. Und in fast allen Patientenverfügungen steht vor allem Verzicht auf intensivmedizinische Behandlung. Sie können aber den Hirntod nur diagnostizieren, wenn jemand intensivmedizinisch behandelt wird und danach auch weiter behandelt wird. Ja, die Organentnahme erfordert eine sogenannte Spenderkonditionierung. Das heißt, die Intensivtherapie läuft trotz Hirntod weiter. Würde man sie abschalten, würde der Organismus und damit natürlich auch die zu transplantierenden Organe versagen. Ja? Das heißt, die Patientenverfügung, die auf Intensivmedizin verzichtet, leistet einen Beitrag zum Spendermangel, wenn Sie so wollen. Es gibt ganz wenige Patientenverfügungen, in denen gibt es einen Paragraph. Sollte ich als Organspender in Frage kommen, bitte ich um Fortsetzung einer Therapie unter der Voraussetzung, dass sie für mich keine Beeinträchtigung bedeutet. Und manchmal kann man dann auch noch ankreuzen, dass man während der Organentnahme entsprechend eine Vollnarkose möchte. Ja, was eigentlich nicht gemacht wird, eigentlich auch nicht erforderlich ist beim Hirntoten. Ja, aber da gibt es ganz wenige Dokumente, die das so bieten. Ich halte das für sinnvoll, weil ganz oft haben wir tatsächlich schon in der Klinik die Situation, dass Angehörige da stehen und sagen, das ist die Patientenverfügung von Tante Luise, das ist ihr Organspendeausweis, was machen wir denn jetzt? Ja,
Also das, da muss man sich einfach einmal klar drüber werden und eine Entscheidung fällen, wie man es gerne hat. Das, also man sollte darauf achten, dass sich das nicht widerspricht, oder wie sollte man vorgehen? Ja? Ja, man sollte darauf achten, dass man, wenn man die Organspende als höherwertig ansieht und sagt, wenn das möglich ist, ohne dass ich es mitbekomme, dann möchte ich das. Viele haben ja ein ganz anderes Bild vor Augen, wenn sie eine Patientenverfügung schreiben. Sie möchten dieses, ich sag mal, lange an Maschinen am Leben gehalten werden. Das möchten sie nicht. Wenn sie hirntot sind und Organspender werden, dann werden sie zwar noch weiter behandelt, weil die Hirntoddiagnostik eine gewisse Zeit dauert, aber sie werden auch nicht hirntot gemacht, um Organspender zu werden, um das auch noch zu sagen. Also das ist auch ein wichtiger Punkt. Alles wird getan, damit man vermeidet, dass der Hirntod eintritt. Ich denke mir, an der Stelle gäbe es jetzt schon viele Fragen. Trotzdem halten wir an der Stelle mal kurz, machen wir mal kurz Stopp. Die Fragen, die Sie jetzt haben, behalten Sie im Kopf. In spätestens einer halben Stunde können Sie die stellen, dann kommen sozusagen diese grundsätzlichen Fragen auch nochmal zur Sprache. Im zweiten Teil wollen wir nämlich über die Forschung reden. Was kann die Wissenschaft tun? Was könnten denn in Zukunft Alternativen sein? Und da sind Sie wieder an der Reihe, Frau Professor Figueredo. Also dieses Unsichtbarmachen, das lässt mir ja keine Ruhe. Wie kann man, das ist ja schon fast Zauberei. Das klingt, wenn man was fast. Unsichtbar. Das klingt wirklich gut. Ich habe aber auch gelesen von gentechnischen Ex-Vivo-Organmodifikationen. Das klingt jetzt schon nicht mehr so sexy, aber ist es vielleicht auch. Es ist bald das Gleiche, ne? Also ich finde es ganz sexy, weil da sehr möglich ein Organ, ein komplettes Organ genetisch zu modifizieren. Und so machen, dass ein Organ, die eigentlich für einen bestimmten Patienten nicht gepasst hätte, jetzt passt es doch. Also ein Organ kann passend gemacht werden. Genau, genau, so dass man nicht so hatte, dass man muss suchen einen bestimmten Spender für einen bestimmten Patienten, aber dass theoretisch oder virtuell alle Organe für alle Patienten gut sind. Und das geschieht auch mit Gentechnik, aber nicht der Mensch wird verändert, sondern nur das Organ. Nur das Organ. Und das es ist ein großer Vorteil von der Ex-Vivo-Perfusion. Was ist Ex-Vivo-Perfusion? Es ist, wir können ein Organ, also nach der Entnahme, zu einer Maschine anschließen und das Organ wird perfundiert. Mit Blut oder mit einer Lösung, die sehr ähnlich an Blut ist. Und das heißt, dieses Organ kann leben außerhalb des Körpers für mehrere Stunden. Das muss also dann stattfinden, wenn das Organ entnommen wird, genau. Von einem Hirntoten, wie wir eben genau. Gesprochen haben. Wenn, dann wird das Organ bereits entnommen, ja. Wird dann perfundiert, das heißt, da fließt Blut durch, das Organ lebt auf jeden Fall weiter. Das Organ lebt und es ist weiter funktionell. Also diese Technik wurde eigentlich entwickelt, um die Qualität des Organs zu evaluieren und wir haben sie jetzt verwendet, um das Organ genetisch zu modifizieren. Das heißt, die Organe wird dann mit Blut oder mit einer Lösung perfundiert und mit einem Vektor. Und so wie, also ihr kennt jetzt alle oder ihr wisst alles, was Vektoren sind, wegen der Corona-Impfung. Und es ist so ein ähnlicher Vektor, den wir verwenden, mit einem Molekül, die diese nicht passende Merkmal des Gewebes herunterreguliert. Also ein Virus transportiert genau. Die Gene für das Organ in alle Zellen des Organs? Oder? Genau, in nicht alle Zellen, aber in fast alle Zellen. Und das heißt, diese Moleküle, die ich vorher gesprochen habe, es wird nicht mehr auf die Zelloberfläche exprimiert. Also die Erkennungsmerkmale, an denen das Immunsystem erkannt hätte, das ist verkehrt, die sind weg. Weg. Die sind richtig weg. Okay. Genau. Und deswegen sagen wir, dass das Organ unsichtbar ist, weil das Immunsystem ist völlig aktiv. Es ist nicht wie der immunsupprimierte Virus. Also er kann der Patienten gegen Krebszellen, gegen Pathogeninfektionen verteidigen. Aber er kann das Organ nicht mehr erkennen, weil die Moleküle, die das Organ exprimieren sollte, sodass das Immunsystem ihn erkennen würde, ist nicht mehr da. Also das heißt, ist für das Immunsystem verschwunden. Verschwunden. Wir können das Organ aber immer noch sehen, aber für das Immunsystem ist es quasi nicht da. Ist nicht da.
Ja. Und deswegen nennen sie unsichtbare Organe. Okay. Genau, und in der Tat haben wir also mehrere präklinische Modelle, also ein präklinisches Modell gezeigt. Also unser weiteres Modell ist der Lunge, und wo Tiere transplantiert wurden mit unsichtbaren Lungen. Und diese Tiere leben jetzt schon 4 Jahre mit dieser unsichtbaren Lunge ohne Immunosuppression. Und das heißt, das Immunsystem der Tiere ist voll aktiv. Ist voll aktiv, und aber sie können nicht das Transplantat abstoßen. Und das kann das auch, ist das schon so weit, dass das auch am Menschen erprobt werden kann? Das müssen wir noch ein paar Studien machen, aber wir wollen in der Tat jetzt in eine klinische Studie gehen. Mhm. Genau, also wir sind in der präklinischen Studiephase, aber in der Tat in den nächsten Jahren erwarten wir, dass wir in Menschen gehen. Ich finde es ja, einerseits ist es natürlich, sag ich mal, liegt auf der Hand, dass das vielen Patienten helfen kann. Genau. Andererseits habe ich auch ein Wort gehört, was auch schon immer gleich für Diskussionen sorgt, Gentechnik. Das heißt, ich bekomme ein Organ, an dem die Genforscher oder die Geningenieure was gebastelt haben, zwar zu meinen Gunsten, aber da kann ich mir schon vorstellen, dass einige auch überlegen, will ich das machen? Ist das für einen Ethiker überhaupt eine Frage, ob ein Organ gentechnisch verändert ist oder nicht, Professor Paul? Also wir haben uns seit vielen Jahren mit dieser Frage beschäftigt, was denn eigentlich die genbasierte oder molekulare Medizin so exzeptionell macht. Pardon. Und dieser, wir nennen es tatsächlich genetischen Exzeptionalismus, den können Sie eigentlich schlecht begründen. Wir modifizieren ständig unsere Gene, und auch Pathogene tun das, auch wenn sie sich jetzt demnächst, wenn es temperaturmäßig wieder geht, in die Sonne legen, Nahrungsmittel tun das, Toxen tun das, wenn sie Alkohol trinken, modifizieren sie ständig ihre Gene. Also die Gene ändern sich, aber ich mache es ja nicht gezielt. Ich nehme ja, naja, ich sage ja nicht, ich gehe jetzt in die Sonne, damit ich meine Hautgene mal ein bisschen verändern. Doch, das tun sie. Doch, ich tue das. Das tun sie, weil sie dann eine Melaninexpression kriegen, und dadurch werden sie knusprig braun. Das ist sozusagen eine gezielte Genaktivierung zumindest mal. Nein, jetzt Scherz beiseite. Also ich verstehe, dass man in einer Abschätzung zwischen dem genetischen Eingriff und den möglichen Folgen sehr vorsichtig ist. Wir kommen vielleicht noch drauf zu sprechen. Es gibt ja eine neue, sehr niederschwellige Methode der Genmanipulation oder Genveränderung, CRISPR-Cas und die Folgetechnologien. Und die haben im Prinzip traditionell drei Problembereiche, die wahrscheinlich, mit denen sie auch zu kämpfen haben. Das ist das Targeting, also wie bekomme ich mein Gen ans Ziel, in die Zielzelle. Das ist die Integration, bleibt das Gen stabil im Gewebe? Integration, also Einbau ins Erbgut. Ja, bleibt stabil und wird es dann auch so aktiviert, wie ich es brauche, also die Genexpression. Und bei CRISPR kommt momentan noch dazu, dass Sie sich das vorstellen müssen, also diese CRISPR-Technologie ist eigentlich, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben einen Reißverschluss, einen langen Reißverschluss. Die gehen manchmal in der Mitte auf. Also mir passiert das interessanterweise vor allen Dingen bei Bettwäsche mit Reißverschlüssen. Da ist dann irgendwie so ein Löchlein. Und da müssen Sie den Zipper da so drüber ziehen, dass das wieder schließt. Und CRISPR sagt jetzt, okay, ich suche dieses Löchlein, also ich mache eine Sonde und suche diese Löcher und da setze ich was Neues ein und dann ziehe ich den Reißverschluss wieder drüber und dann funktioniert das wieder. Wir alle wissen, was passiert, wenn man ein Zähnchen vergisst oder ein Zähnchen beim Reißverschluss sich verbiegt. Der ist hin, ja, beziehungsweise extrem schwergängig. Das übersetzt nennt CRISPR oft Target-Effekte. Also wenn Sie ein Gen so leicht daneben schneiden, das kann passieren. Also neben das Ziel getroffen. Neben das Ziel getroffen, das kommt jetzt bei CRISPR dazu. Und das gilt es natürlich vorher genau zu kennen. Das Risiko, mit dem man fehlerhafte, sozusagen das Gensegment, was man einbaut, kennt man, aber man baut es ein bisschen an der falschen Stelle ein. Und da sind die Effekte, kann man messen. Das ist nicht mehr so schlimm, wie es noch zu Beginn der Verfahren war.
Es ist gut, wenn das in den Händen von extremen Fachleuten liegt. Es gibt auch jede Menge Laienberichte, wilde Sachen aus den USA, wie sich Leute versuchen, ihre Muskeln aufzubauen durch Spritzen und Crispern in die Muskeln. Das ist totaler Unsinn. So etwas gehört in die Hände von Fachleuten. Und ja, das muss ich und darf ich jetzt sagen, es ist auch sinnvoll, eine Technologiefolgeabschätzung, eine ethische Folgeabschätzung zu machen. Denn nicht umsonst werden da ja sehr hochrangige medizinische Ziele verfolgt. Lungenkrebs, Lungentransplantation, extrem schwierig, extrem selten, aber extrem lebenswichtig. Andere Organe würde man sagen, naja, da gehen wir das Risiko nicht ein. Also warum sollte ich sowas bei den Nieren machen, wo es zumindest mal Nierenersatzverfahren gibt und ich dieses hohe Risiko nicht gehen muss? Ja. Frau Figueredo, Sie haben ja Erfahrung damit im Labor, Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wissenschaftler sagen immer, boah, das ist eigentlich eine ganz tolle Technik, wo man viel mitmachen kann. Wie sind Ihre Erfahrungen? Ja, ich kann es bestätigen. Es ist eine sehr tolle Technik und erhofft, öffnet ein breites Horizont an innovative Therapie, die noch auf die Basis von CRISPR oder andere Gentechnik. Also es gibt CRISPR, aber es gibt andere Verfahren. Alle haben Vorteil hier, Nachteil da. Die wirklich also für, nicht nur für Transplantation, aber für die Therapie oder die Entwicklung von Therapie gegen Krebs oder andere Krankheiten sehr wichtig ist. Schauen wir uns nochmal die Organe an, die stehen ja heute im Mittelpunkt. Was ist denn, wenn da sozusagen ein Schnitt daneben geht, wenn wir von den Off-Target-Effekten, die Herr Paul erwähnt hat, passiert das und was würde passieren und was kann man dagegen tun? Ja, also Es kann passieren, das ist immer schon der erste Punkt. Es kann passieren, aber es passiert in seltenen Fällen. Und die Technologie ist so weit entwickelt, dass also unter normalen Bedingungen eigentlich passiert nicht. Dann ist es so, alle haben viel Angst von Gentherapie, weil Anfang 90 gab es, also das war der Anfang von die Gentherapie-Ära sozusagen. Und natürlich waren die Vektoren, die Technologie nicht weiter, also nicht sehr entwickelt. Und es wurden mit Stammzellen oder die Wissenschaftler haben eigentlich angefangen mit der Genetik modifizieren von Stammzellen, die proliferieren. Es gibt ein sehr hohes Risiko mit Krebsentstehung von genetisch modifizierten Stammzellen. Das ist nicht, was wir hier darüber sprechen. Wir sprechen über die genetische Modifizierung von einer komplett ausgereiften Zelle. Zum Beispiel ein Hautzellen oder in ein Organ, gut, eine Fibroblast oder ein Endothelzellen, also ist das vielleicht heißt, auch, wenn ja. ein Off-Target-Effekt gibt, was normalerweise passiert, die Zelle stirbt ab. Gut. Das heißt, der Organ besteht aus Milliarden oder Millionen von Zellen. Wenn eine hier, eine da abstirbt, das passiert immer. Es ist also vergleichbar mit der Gentherapie im Körper, die ja auch nicht die so umstritten ist. Es ist ja was anderes als zum Beispiel ein gentechnisch veränderter Embryo mit CRISPR-Cas. Da gab es ja eine Gut, Geschichte genau, vor, vor drei, vier Jahren durch den chinesischen Wissenschaftler genau. He Zhang Kui. Da ist ein Zwillingspärchen genetisch verändert worden. Ist ganz was anderes. Sind zwei Paar Schuhe oder zwei Schubladen, wie wir es nennen. Also da Das kann man nicht vergleichen, ja. natürlich. Ja. Das ist jetzt die Generierung von einer genetischen Modifizierung Individuum, Person. Und hier reden wir über die genetische Modifizierung von einem Organ, damit die Absicht, um diese Organe verwendbar zu machen. Und aus Ihrer Sicht auch, muss man klar trennen und wird auch getrennt überall? Ja, wird auch in der Ethik klar getrennt. Das eine ist die sogenannte somatische Genintervention, also in einen ausgereiften Körper. Körper heißt Soma. Und das andere ist die Keimbahnintervention. Das heißt, das sind die Keimzellen des Menschen. Und da sind wir uns, glaube ich, einig, Keimbahninterventionen
haben natürlich erhebliche Risiken. Wenn da ein Off-Target-Effekt passiert, braucht man nur einen Effekt, der gibt sich weiter in den Gesamtorganismus und kein Mensch weiß wirklich, heute genau zu sagen, was dann die Folgen sind. Es gibt Wissenschaftler, die nicht ganz zu Unrecht sagen, ich kann das auch zurückkrispern, dann auf der somatischen Ebene. Man weiß das einfach nicht. Und da würden wir in der Technologiefolgeabschätzung auch sagen, die Hochrangigkeit der Forschungsziele, die man damit verfolgt, die sehen wir nicht. Die sehen wir auch in diesem chinesischen Beispiel, das übrigens nicht gut dokumentiert ist und wo man eigentlich gar nicht genau weiß, was da passiert ist, auch nicht. Für gegen somatische Gentherapie spricht wenig, wenn sie hinreichend sicher ist. Und wir müssen uns auch klar machen, es gibt in der Medizin einen ganz hohen Sicherheitslevel, aber es gibt keine hundertprozentig hohe Sicherheit. Sie können auch eine Medikamentenallergie haben. Ja, jeder verträgt das Medikament, auch um es persönlich zu berichten. Meine Tochter brauchte neulich ein bildgebendes Verfahren mit Kontrastmitteln. Und hat während des CT festgestellt, dass sie eine Allergie gegen Kontrastmittel hat. Ja, ist dann in der Uniklinik einfach zu beherrschen, aber das muss man halt wissen, dass dieses Kontrastmittel, das bei fast allen funktioniert, in manchen nicht funktioniert. Und ich glaube, so ist es dann halt auch mit der Gentherapie. Jeder chirurgische Eingriff kann nicht nur misslingen, sondern nur auch suboptimal ablaufen. Und ich glaube, das muss man verstehen, weil es in der Medizin zwar den Zwang gibt, Therapien evidenzbasiert und standardisiert zu machen, aber die Anwendung am Patienten passiert ja immer in Individuen. Wir sind ja alle total verschieden. Und sozusagen, wir würden sagen, alle Wildtypen, ja, und keine standardisierten Organismen. Und deswegen ist gerade der Übergang vom Labor ans Krankenbett ein extrem schwieriger, langwieriger Schritt. Und ich bin total überzeugt davon, weil ich auch selber klinische Studien bewerte in der Ethikkommission für das Land Rheinland-Pfalz, dass da mit extremer Vorsicht und mit extremer Sicherheit gearbeitet wird. Deswegen, also den letzten Kommentar gestatten Sie mir noch als Mainzer, haben wir uns schon über die Debatten des BioNTech-Impfstoffs sehr gewundert. Ja, das Verfahren ist seit Jahren erprobt gewesen, mit extremen Sicherheitsmechanismen ausgerüstet gewesen. Was ein bisschen schade ist, dass die Wirkung nicht so lange anhält, wie wir es uns alle erhofft haben. Das Thema brechen wir aber an der Stelle ab. Wir haben nämlich noch zwei wichtige Alternativen. Wir wollen jetzt ja rauskriegen, wie die Organe der Zukunft aussehen können oder wie wir zumindest zusätzliche Organe. Jetzt haben wir Möglichkeit Nummer eins, dass Organe verstecken, das unsichtbar machen. Das war jetzt der erste Weg. Der zweite ist das, was auf der Überschrift steht. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Drucken. Das klingt natürlich, das ist schon als einfachen Drucker anschmeißen. Ob jetzt mit Tintenstrahl oder... Das ist aber, man gibt was auf den Computer ein und da kommt ein Organ raus. So stelle ich es mir ganz einfach vor. Wer einen 3D-Drucker kennt, glaubt, der ist schon etwas dichter dran an der Wahrheit. Können Sie erklären, wie kann man Gewebe drucken? Ja, also man muss sich wirklich vorstellen wie eine 3D-Drucker. Also wir züchten die verschiedenen Zellen. Also ein Organ besteht aus verschiedenen Zelltypen. Sind Zellen, Endothelzellen, die normalerweise sind in die innere, ist in die innere Schicht von Gefäße. Dann, ja, die Auskleidung der Blutgefäße, genau. Dann Fibroblasten, sodass die Organe die Struktur halten. So wie Bindegewebszellen, sagt man. Genau. Gut, und dann Zellen mit verschiedenen Funktionen. Sie haben alle einen bestimmten Platz im Organ und eine bestimmte Funktion. Und es ist sehr wichtig, dass sie in diesem Platz, in diesem genauen Platz sind und diese Funktion da halten. Und sie interagieren miteinander. Das heißt, wenn man ein Organ druckt, man muss erstmal die Tinte erstellen. Die Tinte, ja. Und diese Tinte, die sind dann Drops. Die bestehen auf die verschiedenen Zelltypen, so Endothelzellen, Fibroblasten, Epithelzellen und so weiter, die verschiedenen Zellarten vom Organ. Und man erstellt dann Drops, also eine Losung mit kleinen Drops, wo diese
diese Zellen drin sind. So kleine Tropfen auch, oder? Ja. Genau. Mhm. Und diese, und dann die extracellular material oder ja. Biomaterialien, die diese extracellular zellular material ähnlichen. Weil natürlich jede Zelle wohnt in einer bestimmten Umgebung. Und man braucht so ein Gerüst, eine Zellumgebung. Wo genau. Das drin ist. Und diese Umgebung, es ist sehr wichtig, dass die Zelle vital und funktionell bleibt. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt nur diese Zellen übereinander stellen, sie funktionieren nicht, weil es fehlt die Interaktion mit den anderen Zellen, mit der Umgebung. Sie brauchen dann diese Material, sodass sie ja, miteinander interagieren und dass sie sich auch wohlfühlen. Und da wurden verschiedene Biomaterial entwickelt, dass die extrazelluläre Matrize von den Zellen ähnlichen. Das heißt, man hat wirklich dann die verschiedenen Zellen mit ihren verschiedenen extrazellulären Material oder Biomaterialien und man gibt im Computer, ja, das ist doch wo sie so sein ähnlich, sollen. Ne? Doch so ähnlich wie ein Tintenstrahl. Genau, es ist wie ein Tintenstrahl. Und dann, gut, es wurden verschiedene Verfahren entwickelt, mit Drop on Demand und Extrusion, Lithography, so um die Zellen übereinander zu stellen, bis sie eine Struktur ähnliche zu den Organen bilden. Aber es sind eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, im Moment eher Gewebe als Organe. Das genau. Herz, was wir hier das so schön, Herz. Das ist ein bisschen Zukunftsmusik. Dieses Herz ist zu groß. Es wurde in der Tat in 2019 ein Herz gedruckt. Aha, doch. Aber es war so ein Herz. Und man braucht so ein Herz. So, so eins. Das heißt, es ist auf jeden Fall es ist auf dem Weg. Es ist auf dem Weg. Aber es ist nicht, dass übermorgen gedruckte Organe transplantierbar sind. Aber mal kurz erklären, was wird denn heute in der Medizin? Wird so ein Drucker schon eingesetzt? Haben Sie davon ja. erfahren? Ja, ja, also ich kann nur sagen, was bei uns in der Klinik standardmäßig eingesetzt wird, sind Drucker für Knorpeloberflächen in der orthopädischen und Unfallchirurgie und in der Mund-Kiefern-Gesichtschirurgie als Knochenimplantate werden sozusagen dort, wo Traumata, also wo zum Beispiel durchs Rausbrechen von Implantaten Knochendefekte sind, werden diese Knochendefekte mit gedrucktem Material verschlossen. Dann wird dieses Gerüst, von dem Frau Ferreira gesprochen hat, aufgelöst, resorbiert. Das kennen wir auch von chirurgischem Nahtmaterial, dass dieses Nahtmaterial dann vom Körper sozusagen aufgelöst und aufgenommen wird. Und übrig bleibt, wenn es gut läuft, ein neuer, intakter Knochen. Das heißt also, Gewebe ist auf jeden Fall möglich und da sind auch weitere. Organe ist ja schon schwierig, da muss ja auch noch eine Blutversorgung. Genau, die Blutversorgung ist eine der größten Probleme in diesen gedruckten Organen, weil das Organ per se hilft nicht. Es muss interagieren mit dem ganzen Körper, nicht nur, es muss, ja. Die Gefäße müssen reinwachsen, sodass es einen Sauerstoff-Supply gibt für das Organ, dass er danach nach der Transplantation weiterleben kann. Und er muss auch reagieren zu Stimuli, das heißt, die Nerven müssen auch in das Organ und die, reinwachsen. Und das ist natürlich noch schwierig. Das kann Aber Sie halten es für möglich, dass das... In den nächsten Jahren oder Jahrzehnten? Das wird möglich sein. Also das ist, also ich glaube 100%, dass also in Zukunft werden gedruckte Organe möglich sein. Aber es ist nicht, wir reden jetzt nicht über 10 oder 15 Jahre oder vielleicht 20 Jahre. Es ist schon ein weiter Weg, bis sie einsetzbar sind. Erst Gewebe, einzelne bestimmte Ja, Stellen. Genau. Also einfach Gewebe, vielleicht Gefäße, Knochen. Die jetzt klappt. Ja. Genau, also, ja schon, also genau, Gewebe, wo nicht so viele Strukturen nötig sind, weil das Problem ist, diese Organisation, wie man druckt, also wenn man ein Organ druckt oder ein Gewebe, manchmal haben sie die 3D-Struktur, die man im Rechner eingegeben hat, aber wenn man sie dann weiter kultivieren, diese Struktur
verformt sich. Das heißt, die Zellen wandern zu anderen Plätzen, die man sie nicht haben möchte, oder sie funktionieren nicht so, wie sie funktionieren. Das sind noch Hindernisse, die man dafür noch ein bisschen arbeiten muss, bis sie alle gelöst sind. Aber es ist, was zum Beispiel auch schon möglich ist, ist diese eine Technologie, ist bekannt als Organs on a Chip. Ja, Organ auf dem Chip, ja. Genau, sind Organe, also so, oder Organoids. Sind kleine Organe. Genau, so Mini-Organe, die man schon benutzen kann, vom Drug Screening, also wenn man sucht für ein neues Medikament oder wie ein neues Medikament auf ein Organ wirkt. Das können wir dann schon, diese mini-kleinen Organe, die natürlich weit weg von Transplantation sind, aber für solche Zwecke sind schon nutzbar. Und natürlich können wir schon dann die Wirkung von diesem Medikament, oder zum Beispiel, es wurden vor kurzem kleine Lunge gedruckt, um der Wege von der Coronavirus zu untersuchen, also in die Lunge, wie er dann die verschiedenen Zellen. Dafür werden solche Mini-Organe schon benutzt. Das hat sich ja in den letzten Jahren wirklich extrem entwickelt, diese Organoide, sagt man auch auf Deutsch. Das gibt es auch von Gehirnzellen, dass so kleine Gehirne im Labor wachsen. Ich will noch ganz kurz drauf kommen auf die Zellen, die wir dann, die haben mal, wenn wir jetzt nur am Rande kurz, da gab es interessanterweise, habe ich mal nachgeschaut, schon seit 1998 embryonale Stammzellen. Da wurde dieses Thema zumindest hier in Deutschland groß diskutiert. 2001, 2002 große Bundestagsdebatten. Spielen diese embryonalen Stammzellen, die wurden ja auch als Alleskönnerzellen bezeichnet, überhaupt noch eine Rolle heute? In Deutschland nicht. weil aus ethischen Gründen kaum erlaubt, mit diesen Zellen zu arbeiten. Aber es gibt auch die gute Nachricht, das ist, es gibt einen anderen Zelltyp, es ist induziert, sie sind genannt als induziert pluripotent Stammzellen, die sehr ähnlich sind. Zu dieser Embryonalstammzellen. Sie haben ähnliche Fähigkeiten. Sie IPS werden die auch abgekürzt. Genau, ja. IPS-Zellen. Und sie sind pluripotent, das heißt, sie können sich in alle Zellen differenzieren. Sie sind reprogrammierte Zellen, weil man nimmt eine ausdifferenzierte, ausgereifte Zelle, zum Beispiel eine Hautzelle aus der Haut, und man transfiziert sie, man bringt in die Zellen drei oder vier Faktoren und sie gehen in die Evolution zurück. Sie gehen dann, sie sind nochmal ein Stammzell. Das heißt, sie werden sozusagen künstlich zu Stammzellen gemacht, genau. Körperzellen, die künstlich zu Stammzellen werden. Und sie reakquirieren nochmal die Fähigkeit, sich in alle möglichen Zellen zu differenzieren, wie die ersten Zellen im Embryo. Das heißt, sie können wieder zu einer Hautzelle werden, aber sie können zu einer Nervenzelle, zu einer Blutzelle und allem möglich, dass man... Kann man die für die Gewebezüchtung verwenden? Genau, man nimmt... Aber auch fürs Drucken zum Beispiel? Genau. Zum Beispiel in unserem Labor, wir nutzen sie, um Blutzellen zu differenzieren, als Blutersatz für Thrombozyten, weil es gibt natürlich auch nicht nur einen großen Mangel an Organen, aber auch an Blutspenden. Und im Sommer, jetzt im Urlaubzeit, manchmal ist das auch bemerkbar. Und deswegen entwickeln wir Erythrozyten, also Rotblutkörperchen, und Thrombozyten in vitro, und wir differenzieren genau aus diesen induziert pluripotent Stammzellen. Das heißt, wir differenzieren in Bioreaktoren diese Zellen zu die Progenitor von Blutzellen und dann aus diesem Progenitor dann Erythrozyten und Thrombozyten, die wir einen Tag als Blutkomponentenersatz verwenden können. Ja, wenn man sieht, was alles möglich ist, Professor Paul, haben wir dann diese ganze Diskussion um die embryonalen Stammzellen, ja, ich will nicht sagen, hat sich nicht gelohnt, aber haben wir da nicht eigentlich was diskutiert, wo die Forschung dann irgendwann einfach weiter ist? Würde ich so nicht sehen. Ich halte das tatsächlich für ein gutes Beispiel, dass man, ich sag's mal anders, Sie können
wissenschaftlichen Fortschritt nicht verbieten. Und ob wir in Deutschland ein Embryonenschutzgesetz haben, das diese Forschung verbietet oder nicht, macht im globalen Maßstab keinen Unterschied. Ich erinnere mich sehr gut an die zum Teil sehr frustrierten Kollegen aus den Laborwissenschaften, als das Embryonenschutzgesetz diskutiert wurde. Und ich sage mal, die Ethik war nicht ganz unbeteiligt, weil die, hässliches Wort, sogenannte embryonenverbrauchende Forschung in Deutschland auch aus guten Gründen, auch aus historischen Gründen nicht vermittelbar ist. Das hat aber dazu geführt, dass, wie Sie beschreiben, eigentlich fast ein Vorteil daraus geworden ist. Wissenschaftler suchen immer Wege und Umwege und Auswege sind auch Wege. Und die Reprogrammierung von differenzierten Zellen in pluripotente Stammzellen ist so ein Weg, der ethisch völlig unbedenklich ist. Es haben sich auch in der Zwischenzeit in der deutschen Regulierungsdebatte Türen geöffnet, die jetzt gar nicht mehr durchschritten werden. Es ist ja vorgeschlagen worden, dass man sogenannte überzählige Embryonen oder zumindest befruchtete Eizellen für solche Forschung nutzen kann. Wo kommen die her? Es gibt nicht wenige Paare, die befruchtete Eizellen einfrieren, also kryokonservieren. Gibt es auch Firmen, die das mit großem medialem Aufwand für ihre Mitarbeiterinnen implementiert haben, unter anderem Google. Und die konnten dann erst Karriere machen und dann später auf Schwangerschaft hoffen. Und ich erzähle es ganz kurz anekdotisch, war an einem Gerichtsverfahren beteiligt, wo eine Frau nach der Trennung von ihrem Partner eine Implantation gerichtlich durchsetzen wollte. Der männliche Partner gesagt hat, das sind aber auch irgendwie meine Zellen. Und wenn ich jetzt gar nicht Vater von diesen Kindern werden will, so. Und die sind jetzt verworfen, die wurden nicht implantiert. Ja, in dem speziellen Fall weiß man, dass sie verworfen worden sind, also vernichtet worden sind. Und die Überlegung war halt, solche Zellen dann auch, wenn Sie so wollen, zur Wissenschaftsadoption freizugeben und für Forschungszwecke zu benutzen. Dazu ist es nicht gekommen, weil die Verfahren einfach deutlich schneller weiterentwickelt wurden. Was ich persönlich auch nicht schlecht finde, weil ich glaube, dass wir dann eine ziemlich merkwürdige soziale Debatte geführt hätten über das Eigentum an befruchteten Eizellen. Genau, also so sehe ich auch. Also hat jetzt uns nicht einen Weg, also diese Wege, die wir eigentlich am Anfang geplant hatten, weiterfahren gelassen, aber wir haben eine Umleitung sozusagen gefunden oder hergestellt, die uns eigentlich zum gleichen Ziel bringt. Ja. Es hat zumindest etwas angestoßen, auch die Forschung damals und auch die ethische Debatte um die embryonalen Stammzellen. Ein Thema haben wir noch, jetzt sind wir eigentlich schon, hätten wir schon durch sein müssen, aber wir haben ja noch nicht die Tiere. Also wir haben bisher über menschliche Zellen gesprochen und wollen auch noch über die Xenotransplantation sprechen, das heißt Tiere als Organspender. Das sorgt auch immer wieder für Diskussionsstoff. Es gab erst kürzlich einen Fall in den USA, da wurde ein Patient, David Bennett, der hat ein Herz eines Schweins erhalten, das war gentechnisch verändert worden, sodass es nicht abgestoßen wurde. Nach 2 Monaten ist der Patient dennoch verstorben, auch wenn immer noch nicht ganz klar ist, woran es jetzt gelegen hat. Doch. Doch, ist es klar? Inzwischen ist es. Ah, da wissen Sie mehr als ich, das her damit, mit dem Wissen. Genau, also das war eine Patientin mit einer Herzkrankheit und daher nicht compliant war, also er hat ihm nicht immer die Medikamente genommen, die eigentlich er nehmen sollte. Er war nicht ein Kandidat für eine Allograft, also für eine Transplantate von einem Mann, von einem Spender. Und war er dann ein Kandidat für eine Xenograft, das heißt ein Herz von einem Schwein. Also Schweine sind normalerweise die Idealspender, also als Xenograft, weil die Größe, die Organe und die Physiologie ist ähnlich zu dem Mensch. Das Problem zwischen die Schweine und die Menschen ist, dass wir vor langer Zeit auseinandergegangen sind und wir sind genetisch sehr unterschiedlich.
Und natürlich werden Xenografts, also Organe aus Schwein, nach der Transplantation normalerweise sofort abgestoßen. Ja, das ist ja auch logisch. Der Unterschied für das Immunsystem ist noch viel stärker als zwischen zwei Menschen, wenn man Mensch und Schwein vergleicht. Genau, deswegen kann man nicht einfach ein Schweinorgan in einen Mensch implantieren. Man muss dieses Organ verändern, sodass das Immunsystem dieses Organ wieder diese Organe nicht erkennt oder zumindest ihm nicht abstoßen kann. Und deswegen, also in diesem Fall von diesem Patienten, die Organe, die er bekommen hat, hatte 10 genetische Modifizierungen. Und das waren genetische Modifizierungen auf verschiedenen Leveln. Also das wurden Moleküle ausgenockt, das heißt auch mit CRISPR-Cas-Technologien, die wurden aus dem Genom der Schweine rausgenommen. Das sind Moleküle, die normalerweise wir Menschen Antikörper gegen diese Moleküle haben, deswegen müssen sie raus sozusagen. Andere Moleküle wurden reingebracht im Genom vom Schwein, so da sie ähnliche zu uns sind. Da sind zum Beispiel Moleküle, die mit der Koagulation, also das vermeiden, dass nach der Transplantation das Blut im Organ koaguliert. Ja. Und die Moleküle, die vermeiden, dass die Antikörper die Organe angreifen. Also das Organ ist dann geschützt sozusagen. Und das hat ja im Prinzip funktioniert. Das hat funktioniert. Ja. Das Problem ist, die Schweine haben Virus. Mhm. Also, und es gibt auch gentherapeutische Technologie, die schon diese Virus aus dem Schweinegenom rausgeschnitten haben. Also das sind nicht nur Viren, die in den Schweinen, mit denen die Schweine infiziert sind, sondern sogar auch Viren, die im Erbgut der Schweine drinstecken von Natur aus. Genau, und das sind genannte PERFs. Und in der Tat, der Schwein war erstmal klassifiziert als negative, aber dann ist aufgewiesen, dass er 2 PERFs hatte. Mhm. Und dann hat auch eine latente Infektion von PCMV, ein Herpesvirus. Und natürlich nach der Transplantation werden, wie schon gesagt, die Patienten immunosupprimiert, das heißt, das Immunsystem des Patienten ist nicht funktionell. Und natürlich, wenn wir reden über Xenotransplantation, diese Patienten brauchen eine sehr starke Immunosuppression, dass das Virus dann reaktivieren werden konnte oder ist reaktiviert nach der Transplantation und hat das System, das Immunsystem des Patienten so getriggert, dass das Organ mit abgestoßen wurde. Mhm. Aber das lag, also es ist schon ein Beispiel, wie weit die Xenotransplantation schon ist, weil das Organ etwas funktioniert. Mhm. Aber gut, das zeigt auch, dass noch ein paar Baustellen sind, dass auch wie man dann die Screen von alle möglichen Pathogenen, dass im viralen Genom sind oder dass der Schwein auch mit sich trägt. Also die Schweine werden natürlich unter sehr pathogenfreie Bedingungen gehalten, aber alle diese Bedingungen müssen noch optimiert werden, dass in der Tat keine virale Transmission zwischen Spender und Patienten gibt. Also auch da kommt man weiter, aber es ist noch viel zu tun, es sind viele Sachen auch, die schief gehen können. Genau. Ich weiß, dass eine Gruppe in München auch versucht, ähnliche, oder ist im Moment schon an Pavianen erforscht, Professor Reichert ist das, genau. Und der hat mir aber auch gesagt, er wäre fast genauso weit wie die amerikanischen Kollegen und es ist die Regulierung, die ihn hier zurückhält. Was ist da zu viel reguliert oder haben wir hier auch wirklich noch Fragen zu klären? Was ist Ihre Position da? Ja, das ist finde ich, schwer zu sagen. Also ich bin, vielleicht ist das eine Deformation, aber ich bin eigentlich ganz froh über unser System. Ich halte es für überhaupt nicht forschungsfeindlich.
Bei uns ist die Beratung über klinische Studien zunächst mal immer eine berufsrechtliche Beratung, ob der Arzt, die Ärztin, die eine klinische Studie durchführen, damit rechtlich sicher ist. Also zunächst mal geht es gar nicht um Ethik. Und die ethischen Fragestellungen, die sind einfach auch die nach der Hochrangigkeit der Forschung, nach der informierten Einwilligung vom Patienten. Deswegen haben wir es unter anderem so schwer, Medikamentenstudien an Kindern oder an Demenzerkrankten durchzuführen, weil das schon ein wichtiges Gut ist, dass jemand freiwillig und informiert an einer Studie teilnimmt. Gleichzeitig ist es auch so, dass wir zunehmend, ich will nicht sagen Probleme, aber Herausforderungen bei der Beurteilung von Evidenzen bekommen. Wir haben es hier mit ganz kleinen Patientengruppen zu tun. Wenn Sie sich Krebsstudien anschauen oder Studien zu Herzmedikamenten, da sind oder Impfstoffen, ja, mehrere 10.000 Menschen, an denen das erprobt wurde. Ich darf gerade eine immuntherapeutische Studie für Lungenkrebs begleiten als Mitglied in der Studie. Wir haben 16 Patienten. Ja, Sie werden, wenn Sie über Patienten sprechen, auch anekdotische Fälle haben. Das sind keine Studien, die so belastbar sind, dass oder also keine einzelne Patienten sind im Prinzip Heilversuche. Und das werden wir häufiger sehen bei innovativen Verfahren. Jeder Fall einzeln beurteilt werden. Da werden wir auch Einzelfälle beurteilen müssen, um Forschung zu ermöglichen. Aber ich halte unsere, und wenn Sie sich die Zahlen angucken, wie viele Menschen in der Europäischen Union an klinischen Studien teilnehmen, ist Europa mit Frankreich zusammen unter den Spitzenreitern. Es gibt so Länder, die sich für ganz fortschrittlich halten. Dänemark und Niederlande sind sehr wenig Menschen in klinischen Studien inkludiert. Also ich denke, wir haben eigentlich ganz, ganz gutes System und es hängt natürlich auch immer von den handelnden Personen ab. Ich möchte Sie zum Schluss noch beide mit einem kurzen Blick in die Zukunft zu richten. Wir haben ja jetzt gesprochen, was alles erforscht wird. Was ist das Wichtigste in den nächsten Jahren? Sie waren nicht schon mal. In einer Minute sind Sie dran. Dann können Sie Fragen stellen, auch zu den Sachen, die wir am Anfang besprochen haben, aber auch zu den neuen Forschungsmethoden. Ja, wie schätzen Sie das ein, Frau Figueredo? Was kommt als Nächstes? Was werden die nächsten Jahre für die Patienten bringen? Also ich finde, als ganz, ganz Nächstes kommt genetisch modifizierte Allografts, also von das, Mensch auf machen. Mensch. Auch, aber nicht nur ich, auch von anderen. Und regenerierte Organe, da haben wir nicht so viel gesprochen, aber das ist auch ein großes Thema, weil es gibt, also hat auch mit genetischer Modifizierung zu tun, aber das ist im Körper, dass die Körper. Organe im Körper genau. regenerieren. Und manchmal sind Krankheiten, die sind abhängig durch, oder sie sind verursacht durch ein Gen, die falsch ist oder nicht ganz richtig, und diese Gen kann man heute einfach ersetzen. Also das heißt, der falsche Gen oder die Gene, die nicht richtig ist, also die Coding Sequence nicht richtig ist, man kann sie einfach rausschneiden und mit CRISPR-Cas die richtige Coding Sequence, also die richtige Gene einbringen, und somit vermeiden wir, dass diese Organ degeneriert. Das heißt, ein Kind, die heute 5 Jahre alt ist oder und weiß, okay, ich habe hier eine Niere mit einer genetischen Abnormalität, wenn ich 40 bin, brauche ich definitiv eine Transplantation. Dieses Organ, theoretisch, können wir genetisch modifizieren, die richtigen Gene korrigieren, und diese Organe sollte eigentlich nicht mehr degenerieren. Das heißt, diese Patienten, die dann kein Patient mehr sein sollte, braucht einen Tag keine Organtransplantation mehr. Auch wir können induzieren, dass Organe, die nicht mehr so gut funktionieren, dass durch Ex vivo Perfusion oder andere Therapie sich ja einfach regenerieren. Da haben wir sozusagen bei unserem Schnelldurchlauf durch die Transplantation das Wichtigste vergessen, nämlich dass es gar nicht erst zur Transplantation kommt. Ihr Blick in die Zukunft, Professor Vaughan. Ja, ich werde zum Schluss noch mal so ein kleines bisschen provokant, wenn ich darf. Ich weiß nicht, kennen Sie den Gorilla auf der Bühne? Kennen Sie das? Gucken Sie mal im Internet ein YouTube-Video. Es ist ein Versuch, da geht es um Aufmerksamkeit. Man soll zählen, wie oft sich Menschen einen Ball zuwerfen, und die haben weiße und schwarze T-Shirts an, und dann soll man sagen, wie viele das sind. Und in diesem Video, jetzt spoilere ich das für Sie, machen Sie es also mit Ihren Freundinnen und Freunden,
mitten im Video taucht ein Gorilla auf, ein Mensch im Gorilla-Kostüm, winkt in die Kamera und geht wieder. Und die meisten Menschen sehen diesen Gorilla nicht. Und das ist auch unsichtbar gewesen. Der ist unsichtbar. Warum erzähle ich Ihnen diesen Quatsch? Ich glaube, dass es wichtig ist, als Ethiker auch auf die Gorillas zu achten. Wir sprechen in Deutschland vom Organmangel. Wir sind im Eurotransplantraum Netto-Organverbraucher. Das heißt, wir beziehen Organe aus anderen Eurotransplant-Ländern. Inzwischen gibt es in Leiden, wo Eurotransplant sitzt, dafür einen Punktwertabzug für unsere Patienten, weil wir sehr viele Organe verbrauchen. Die wirklich schwierigen Transplantationen sind nicht Niere. Jemand, der an der Dialyse ist, hat kein wirklich angenehmes Leben, aber er lebt. Herztransplantationen sind nicht wirklich ein großer Mangel. Ein großer Mangel sind tatsächlich Lebern. Die Hauptindikationen, also die Hauptgründe für Lebertransplantationen, sind Hepatitiden, also Leberentzündungen, und im Medizinerjargon nutritivtoxische Veränderungen, also Ernährungsgifte. Sie können raten, welches das Ernährungsgift Nummer 1 ist. Und beides kann man präventiv angehen. Sie können Leberentzündung, da gibt es eine Impfung gegen, ne, gegen Hepatitis. Sie können sich verhalten, dass sie keine Hepatitis bekommen, also möglichst nicht in südlichen Ländern rohe Meeresfrüchte essen zum Beispiel. Bei häufig wechselnden Geschlechtspartnern keinen ungeschützten Verkehr, hilft auch gegen Hepatitis. Und sie können, und das findet nicht statt in Deutschland, Alkoholprävention machen. Und wenn wir das täten, hätten wir zumindest, so sagen Versorgungsforscher, keinen eklatanten Mangel im Bereich der Lebern mehr. Also, jetzt habe ich weit ausgeholt, ich merke schon, er wird nervös zum Schluss. Es ist, glaube ich, wichtig, dass wir lebensrettende Verfahren weiter vorantreiben. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir Ethiker die Wissenschaft verstehen, aber genauso die Wissenschaftler uns Ethiker verstehen. Ich glaube, dass auch, ich bin überzeugt, dass das sich extrem verbessert hat in den letzten Jahren, und ich bin auch davon überzeugt, dass es gar nicht anders geht, als dass wir da nicht Regierung und Opposition spielen, sondern dass wir uns klar ist, dass es hier um die Gesundheit und das Leben und die Lebensqualität von Menschen geht und jeder dafür seinen Beitrag leistet. Und manchmal ist der eine halt auch Anwalt von Menschen, die sonst vergessen werden, und der andere Anwalt für Innovation, die vielleicht ohne Nachdruck nicht zustande kommt. Wenn Sie mich nach einer konkreten Abschätzung fragen, ich bin überzeugt, dass die Humanisierung von Tierorganen weiter voranschreitet. Ich bin noch viel mehr davon überzeugt, dass die sozusagen Immunsuppression vorverlagert wird in eine genetische Modifikation oder immunologische Modifikation von Empfängern und Spendern. Wahrscheinlich geht es am besser in den Spenderorganen. Ich hoffe sehr, dass Sie recht haben, dass defekte Organe, ich denke jetzt zum Beispiel an sowas wie Autoimmundiabetes Typ 1, durch genetische Technologien den Diabetiker von seinen Insulinspritzen und Pumpen befreien. Das scheint realistisch. Da gibt es andere Verfahren, die Ähnliches probieren. Und ich kann nur sagen, also Ihnen geht es bestimmt genauso. Ich bin persönlich glücklich und erfüllt dadurch, dass ich sozusagen an diesen ganzen Entwicklungen teilhaben darf. Und wenn es nur in der Nachbarschaft ist und zugucken darf, wie BioNTech Impfstoffe entwickelt oder wie Knochen gedruckt werden. Aber ich bin auch froh, dass es in unserer Gesellschaft üblich ist, dass es nicht einfach durchgezogen wird, sondern dass man, bevor man das tut, einmal kurz innehält und sich über ethische und soziale Folgen Gedanken macht. Ja. Danke Ihnen beiden. Ja, da ist Applaus erlaubt. Ich habe so oft angekündigt, jetzt aber endlich Fragen. Sie dürfen Fragen stellen, auch Kommentare sind erlaubt. Co-Referate leider nicht, habe ich mir sagen lassen, aber Fragen und Meinungsäußerungen natürlich. Gibt es schon Fragen? So, Sie habe ich zuerst gesehen, da hinten, in Weiß, drittletzte Reihe. Ja, Frau Figueredo, also das ist wirklich sehr interessant, Ihnen zuzuhören. Und man hört Sie auch mit einem leichten lusitanisch-brasilianischen Diphthong.
Portugiesisch. Portugiesisch. Okay, wunderbar. Deswegen meine Frage an Sie zum einen, vielleicht einen kurzen Ausblick auf die luso-brasilianische Zusammenarbeit, insbesondere aus europäischer Perspektive. Was passiert hier transatlantisch? Frage 1. Frage 2. Sie erwähnten bei diesem Beispiel, das war jetzt von dem Drucken, bei dieser Rubrik Drucken, dass sich die Zellen, also die jeweiligen relevanten Zellen für die entsprechenden Aufgaben dann verbinden würde mit dem entsprechenden Bindegewebe. Wie funktioniert hier das Zusammenspiel? Also wachsen diese Zellen dann auch ordentlich zusammen? Und in dem Kontext vielleicht einfach ein Hinweis, kein Co-Referat. Hier in ganz in der Nähe, Museum König, im Rahmen der Vorträge, ähnlich wie auch heute hier, sprach Ihre Kollegin Frau Liebig von der Uni Gießen. Und sie erwähnte, dass zum Beispiel die Struktur von Naturseide hervorragend wirke, damit sich die einzelnen Zellen miteinander verbinden und vor allen Dingen dieses Material löse sich anschließend komplett auf. Stichwort Unsichtbarkeit. Das sind also meine zwei Fragen an Sie. Und Herr Paul, eine Frage auch in aller Kürze, sozusagen der Blick in die Welt, aber der Blick jetzt gerne auch nach Europa. Wenn ich es richtig verstehe, sind Sie in der Ethikkommission Rheinland-Pfalz. Wie verhält sich das im Bund? Also Stichwort Kulturhoheit der Länder und wie tauschen sich innerhalb der Europäischen Union aus? Danke. Dankeschön. Dann gehen wir das genau der Reihenfolge, in der Sie gefragt haben, durch. Erst Ihre beiden Fragen, erstmal zur internationalen Zusammenarbeit. Genau. Also internationale Zusammenarbeit, also es gibt, also hier in Europa, wir arbeiten international, also wir haben Kooperationsprojekte mit den Niederlanden, Dänemark, Portugal, Spanien eigentlich, weil das natürlich ist ein sehr interdisziplinär Verfahren. Wir benutzen die Know-how und die Technik, die überall entwickelt wurden und die jetzt in dieses Projekt zusammenkommen. Und deswegen arbeiten wir mit verschiedenen Gruppen auf internationalem Level. Wenn wir transatlantik oder wenn wir Richtung USA gehen, es ist abhängig von welchen Projekten wir jetzt reden. Allograft, Xenograft, also es gibt auch natürlich Zusammenarbeit in beiden. Die USA im Moment sind sehr auf Xenografts fokussieren, wegen der Erfolge, die sie jetzt gehabt haben mit dem Herz und mit den Nieren. Aber natürlich es gibt Zusammenarbeit auf anderem Niveau, wie die genetische Modifizierung von Organen oder regenerative Therapien. Auf die zweite Frage, wie die Zellen, ja, es gibt also verschiedene Biomaterialien, die unterstützen die Verbindung von Zellen und auch zu die Interaktion zwischen den Zellen und auch wie die Zellen im Organ dann wachsen. Es nennen sie bioinstruktive Materialien, das sagen, also sie unterstützen nicht nur die Kommunikation zwischen den Zellen, aber wie die Zellen oder wo lang die Zellen hinwachsen im Organ. Ist das sowas ähnlich wie die Seide, die da? Wie die Seide, es gibt die Seide, es gibt die Material aus Spinnennetz. Alginat und dann Polylactic Acid, es gibt verschiedene Materialien, die verwendet wurden, sodass in der Tat die Zellen besser wachsen und auch die unterstützen die eigene Produktion von der extracellularen Matrix. Das heißt, sie zeigen nur initial, wo die Zellen oder wo die Zellenprogenie hinwachsen soll, aber sie fordern, dass diese Zelle ihre eigene ideale extracellulare Matrix produziert. Sie hatten noch eine Frage, Herr Paul. Ja, vielleicht ganz kurz. Also da gibt es mehrere Mechanismen. Zum einen ist es so, dass die Studien, die größer und umfangreich sind, ja nie monozentrisch sind. Also ein Standort macht eine Studie, sondern die sind ja zum Teil multizentrisch europäisch auch aufgestellt. Die Arbeitsgruppe der Ethikkommission auf Bundesebene tauscht sich darüber aus, hat jetzt auch eine Gesetzesänderung ja gegeben, dass die Federführung nicht automatisch sozusagen lokal zugewiesen wird. Insbesondere nach EU-Recht wird das jetzt, wenn Sie wollen, nach Größe der Kommission ausgelost. Da haben wir immer Pech, weil wir eine große Kommission sind. Das hat
traditionell was damit zu tun, weil rund um unserem Standort viel Pharmaforschung ist. Ne? Boehringer Ingelheim, BASF und so weiter, jetzt Biotech auch noch. Ne? Also deswegen kriegen wir relativ viel. Das Ganze ist dann zusätzlich nochmal rückgebunden bei großen Studien auf EU-Ebene. Da habe ich das Vergnügen, dass ich auch im 2020 die European Research Council als Ethiker mitberate. Und da gibt es so ein Vorscreening, ob Studien bestimmte ethische Standards erfüllen. Das ist alles inzwischen tatsächlich international und EU-Recht. Es war lange Zeit, gebe ich Ihnen recht, sehr lokal. Und man wusste, wenn ich eine Studie in, ich sage jetzt mal Zuffenhausen, weil da keine Kommission sitzt, mache, dann muss ich über eine niedrigere Schwelle springen, als wenn ich das in, weiß ich jetzt, fällt mir keine andere Stadt ein, keine Ahnung, Lingen an der Ems mache. Ja, da gibt es auch keine Kommission. Ja, das hat sich grundlegend geändert. Seit diesem Jahr ist da nochmal eine Verschärfung eingetreten. Ich glaube, dass die Standards ganz gut sind. Wir sind natürlich genauso wie alle anderen gezwungen, uns auch fortzubilden. Ja, also das findet auch regelmäßig statt. Und bin ich zuversichtlich. Waren das Ihre Fragen? Okay. Ja, vielen Dank. Nächste Frage bitte. Da, genau, direkt davor noch die Dame. Ja, ich habe eine Frage und zwar zu der Modifizierung der Zellen, ob das tatsächlich auch direkt schon der Organknappheit entgegenwirken kann, weil manche Organe quasi nicht verwendet werden können, weil da schon, ja, weil sich kein geeigneter Empfänger nah genug dran befindet oder die Zeit dann nicht reicht. Oder ist erstmal in erster Linie einfach nur, dass man denjenigen hilft, die das Organ, also die quasi am Ende so ein Organ bekommen würden, dass sie nicht dauerhaft die Immunsuppression bekommen müssen? Beides, alles eigentlich. Okay. Also erstmal, genau, also die Ex vivo-Perfusion, wie ich kurz erwähnt habe, die Ex vivo-Organ-Perfusion wurde eigentlich entwickelt, um das Organ mehr Zeit zu geben. Und während dieser Zeit, am Anfang eigentlich nur um zu sehen, wie ist die Qualität des Organs, ist er wirklich nicht mehr funktional, funktioniert doch und muss nicht, gut, also, oder es ist nicht nutzbar. Steht dann eigentlich schon fest, wer dieses Organ bekommen wird, wenn das sozusagen da perfundiert wird und am Leben erhalten wird? Könnte man in der Stufe auch schon im Praxisbetrieb das relativ schnell einsetzen? Man wurde schon, also in den Niederlanden wird dann gesucht in dem Periode. Mhm. Und gut, also das wurde eigentlich die erste Ziel des Ex vivo-Perfusions. Dann haben wir eine also Sie haben gesehen, also die Gruppe, die sich damit beschäftigen haben, hatten eigentlich gesehen, dass die Organe, die Qualität des Organs wird verbessert sich mit der Zeit während die Ex vivo Perfusion. Und diese Zeit haben wir dann genutzt, um die Organe zu modifizieren. Das heißt jetzt nicht, dass nur diese Organe, also nur für diese Organe, die am Anfang nicht so gut waren, gut ist. Die Idee ist, dass wirklich ein Patient, die zum Beispiel wurde schon einmal transplantiert oder ist eine Frau mit vielen Schwangerschaften oder hat viele Bluttransfusionen bekommen und hat Antikörper, die eigentlich wurden alle möglichen Organe erkennen. Es ist kaum möglich, dann ein passendes Organ für diese Patienten zu finden. Dann können wir ein Organ machen, sozusagen, und sagen wirklich machen, wo dann diese Moleküle abgeschaltet werden. Sie werden nicht mehr exprimiert, es ist unsichtbar und kann auch diese Patient behandelt werden. Hier würden wir eine gute qualitative Organe nehmen, einfach genetisch modifizieren, sodass, um ihn passend zu machen für einen bestimmten Spender, die, für einen bestimmten Empfänger, die keine Möglichkeit mehr hätte, ein Organ zu bekommen. Ja, danke. Nächste Frage bitte. Ja, direkt davor. Gehen wir die Reihe durch. Ja, vielen Dank erstmal an Sie beide. Das war wirklich sehr, sehr spannend und interessant. Vielleicht eine eher technische Frage. Und zwar interessiert mich bei dieser Ex vivo-Modifikation, ist das Organ dann am Ende im klassischen Sinne transgen? Also inseriert da wirklich was? Oder ist das eine transiente Modifikation und CRISPR ist dann abgebaut im Endeffekt?
Nein, es ist permanent. Also wir können natürlich das Organ genetisch modifizieren in verschiedene, also mit verschiedenen Vektoren. Manche, die sie integrieren im Genom, das ist zum Beispiel, was wir verwenden, weil wir wollen, dass diese Molekül die ganze Leben des Patienten also nicht exprimiert wird, weil das Organ soll nie abgestoßen werden. Wir können natürlich für andere Ziele Vektoren verwenden, die sich nicht im Genom integrieren. Diese werden dann transient exprimiert, aber nicht für immer. Man kann auch nehmen, das ist jetzt wirklich sehr technisch schon, was wir nennen intelligente Vektoren oder intelligente Promoter. Das heißt, es ist ein Gen, die nur exprimiert ist, wenn er gebraucht ist. Zum Beispiel ein Organ, der nach der Transplantation, es gibt kleine Abstoßungen, die nicht wirklich klinisch bemerkbar sind, aber das machen, dass die Organ mit der Zeit fibrotisch wird. Das heißt, es wird ein Klump von Zellen ohne Funktionen und mit der Zeit das Organ verliert an Funktion und irgendwann braucht der Patient ein neues Organ. Wir können das Organ so genetisch modifizieren, dass wenn bestimmte Moleküle produzieren, wenn diese kleinen Abstoßungen passieren, dass bestimmte Gene aktiviert werden, um das Prozess, die Fibrose induziert, gestoppt wird. Das heißt, wir inhibieren das Prozess, die Fibrose triggert, um die Qualität des Organs. Das heißt, es gibt Möglichkeiten. Also manche sind integrativ, also Vektoren, die sich im Genom der Zellen integrieren, das ist eine permanente Modifikation. Gibt es Vektoren, die sich nicht integrieren, transiente und gibt es induzierbare. Es wird nur exprimiert, wenn man es braucht. Dankeschön. Ja, weitere Fragen? Habe ich noch eine Frage dazwischen? Dieses Unsichtbarmachen, das machen Sie ja mit menschlichen Organen. Da habe ich mir überlegt, leider könnte man... nicht. Nein, nicht. Mit Schweinen. Sie machen es mit Schweinen. Aber wir haben eben die Xenotransplantation extra besprochen. Würde es nicht auch genauso gut gehen, dass man die Schweineorgane nicht vermenschlicht, sondern auch einfach unsichtbar macht? Ist das nicht eigentlich die gleiche Technik? Also das wird auch gemacht, also die Xenografs von heute also exprimieren auch diese Moleküle nicht, aber da ist wirklich der Unterschied zwischen Schweine und Menschen zu groß, weil das Problem von Mensch zu Mensch, es ist, wir reden nur über diese Moleküle und Blutgruppe Antigen, also, aber für Schweine sind viele Prozesse, die anders sind. Also die Koagulationssysteme vom Schwein ist anders als die Menschen. Zum Beispiel, es gibt Proteine, die bei uns in Menschen sehr hoch exprimiert werden und sie regulieren unsere Koagulation. Bei dem Schwein werden andere exprimiert. Das heißt, wenn das Organ nicht modifiziert wird, wurde das Schwein, also der Schweinorgan triggert Koagulation. Und deswegen müssen wir dann in diese Organe Thrombomodulin, also Proteine im Genom bringen, die das Organ so machen wie unsere menschlichen Zellen, sodass sie auch die Koagulationssysteme wie wir regulieren können. Okay. Also es sind zu viele Systeme. Also die ganze Gerinnung genau. Und alles läuft auch alles anders. Alles anders. Ja. Von Schwein zu Menschen sind wirklich viele Systeme, die anders funktionieren und das muss man alles dann auf die genomische Level kompensieren, sodass es funktionieren kann. Ja. Kurz, Schweine sind keine Menschen, Menschen keine Schweine. So, Sie haben noch eine Frage. Ja, noch ein kurzes Follow-up, Herr Paul, und zwar zum Thema Leber. Also als Laie habe ich einmal gelesen, gehört, dass die Leber ein Organ sei, das sich autoregenerieren könne, und zwar das einzige Organ. Wenn jetzt heute auch von der genetischen, zellulären Ebene sozusagen dieser Prozess in Gang gesetzt wird, angesprochen wird, inwieweit kann von Seiten der Forschung derzeit schon dieses Moment, dieses autoregenerative Moment von der Leber zum einen erkannt und dann möglicherweise auch, Stichwort, Sie sprachen es auch abschließend an, übertragen werden als Know-how oder als Kick-off oder wie auch immer dann für weitere Organe? Das ist das eine. Das zweite, diese Metapher mit dem Gorilla. Kennen Sie zufällig auch den Film, nicht das Video, aber den Film mit Greta Garbo? Sie spielt einen Gorilla, das ist so die Zeit Roaring Twenties, New York, Paris.
Und diese Bewegung, also bis sie sozusagen dann dieses Gorilla-Kostüm beziehungsweise den Kopf freimacht und man sieht, dass es Greta Garbo ist, man merkt anhand der Motorik und diesem Rhythmus und der Musik und dem Verhalten auf der Bühne nicht, dass das ein Mensch ist. Also das ist schon faszinierend, aber nur als Tipp. Danke. Nehmen wir auch gerne. Ja, nun bin ich kein Hepatologe, aber ich kann sozusagen nur als Gast bei klinischen Entscheidungen für oder wider Lebertransplantationen sprechen. Die Leber, Sie haben recht, regeneriert sich. Wir alle oder viele von uns denken gleich an Prometheus, der fürchterliche Qualen leidet, weil der Adler oder der Geier eben die Leber wegfuttert und sie immer nachwächst. Viele haben auch über der Hausbar den Spruch hängen, die Leber wächst mit ihren Aufgaben. Das Problem an diesem Wachstum ist nur, dass nicht nur funktionale Leberzellen, sondern vor allen Dingen Fettzellen mitwachsen. Ne? Das ist die sogenannte Steatose der Leber. Und da gibt es dann einen Kipppunkt, dass Steatosen dann auch chronische Gallengangs- und Leberentzündungen machen. Und wenn das passiert, haben Sie ein erhöhtes Krebsrisiko. Und wenn dann das Leberversagen ist, haben Sie eigentlich kaum noch funktionales Gewebe übrig. Ich habe immer mal wieder mit unserem Transplantationschirurgen zu tun, dem Professor Lang, der bei Lebertransplantation oder Teilresektion dann sagt, ich kriege das gar nicht zum Halten, es ist, als ob man mit einem warmen Messer in Butter schneidet. So ist das Organ, das ist also gar nicht mehr solide. Das heißt, es gibt einen Kipppunkt, es gibt auch genetische Veranlagungen, dann können Sie mehr darüber sagen, was Lebertoleranz und Enzymtoleranz zum Beispiel bei Alkoholkonsum ausmacht. Aber es ist schon so, dass die Leber sehr viel aushält. Es ist aber auch so, dass viele Menschen ihr viel zu viel zumuten. Und es ist leider wirklich wahr, also um das mit Zahlen zu hinterlegen, mehr als 2/3 der Transplantationen gehen auf Hepatitiden und nutritiv-toxische Erkrankungen. Und 1/3 ist dann autoimmun, es wird mittlerweile auch bei bestimmten Krebsarten transplantiert und bei Gallengangserkrankungen, bei Entzündungen der Lebergefäße wird transplantiert. Aber 2/3 sind wirklich in diesem Bereich, der präventabel ist. Ne? Und Greta Garbo gucke ich nochmal. Ja, das ist der Tipp, der Filmtipp für heute. Ich habe noch eine Frage. Als Wissenschaftsjournalist interessiert mich das auch, dass interessanterweise die Wissenschaft mit ihren Methoden immer auch die Probleme bestimmt. Wir haben jetzt zum Beispiel CRISPR-Cas und plötzlich gibt es ganz viele andere. Das ist, kommt mir manchmal so vor wie der Mann mit dem Hammer, der überall Nägel hat. Man hat immer genau das, nicht was gebraucht wird, sondern wo die Methode gerade kommt. Und gerade in der Transplantationsmedizin sehen wir das eigentlich auch. Wir hatten die Stammzellen, wir hatten den Drucker, wir haben CRISPR-Cas. Gehen wir wirklich problemorientiert vor oder gehen wir nur methodenorientiert vor in der Forschung? Ich glaube, das eine kann man nicht vom anderen trennen. Ich würde Ihnen recht geben in der Beobachtung, dass hochkomplexe biomedizinische Forschung gelegentlich selbstreferenziell ist. Also Sie haben standardisierte Verfahren, die Ergebnisse produzieren, die Sie mit ähnlichen Verfahren wieder evaluieren. Genomanalyse mit bestimmten technischen Systemen, Affymetrix, ist sowas. Das ist der Standard. Es gab auch andere, die sind vom Markt verschwunden, wie Phebit, ein schönes deutsches Unternehmen, das interessante, selbst zu definierende Chips gebaut hat. Und hinter diesen Standard kommen sie nicht zurück. Das ist, wir nennen das in der Wissenschaftstheorie Mandatory Passage Points. Also sie müssen das einmal machen und zeigen, dass sie es anders machen. Aber sie müssen einmal daran vorbei. Ja, insofern, und diese Plattformen sind ja nicht trivial. Sie können, das ist in der DFG immer schon diskutiert und wir, ich vielleicht einfach fürs Publikum, es gibt etwas, das nennt sich die Reproduktionskrise. Viele Studien und Versuche sind heute so komplex, dass Sie sie in Singapur machen können und wenn Sie einer in New York oder Bonn nachmachen will, sind so viele Faktoren unterschiedlich, dass Sie die Ergebnisse nicht reproduzieren können. Das ist ein Problem für Evidenz, für Ergebnisse von Forschung. Und deswegen gibt es, ich sag mal, so Moden, wo dann plötzlich alle PCR machen oder alle CRISPR machen, weil die Plattform etabliert ist, die Plattform wird benutzt und wird dann an den Rändern modifiziert. Aber Sie müssen erstmal diese Plattform beherrschen und das ist eben nicht so, als ob Sie
bei PCR ist immer, es ist wie eine Kopiermaschine anzuwerfen. Ja, am Anfang schon mal nicht, inzwischen auch nicht mehr, weil die Methoden und Theorien, die dahinter stecken, zum Beispiel bei der Verstärkung falscher genetischer Signale, bei der Überamplifikation und sowas, die muss man verstehen, um die Methode gut zu bedienen. Und dazu brauchen Sie Zeit und vor allen Dingen Ressourcen und eben auch sehr viel Geld. Das können Sie nicht sozusagen beliebig ausdehnen. Was tut sich eigentlich im Methodenbereich? Gibt's da, können Sie mir schon die nächste Mode sagen, Frau Figueroa? Ja, das ist schwierig. Also natürlich, es ist, ich sage immer, diese Methodenentwicklung, es ist kein Smooth-Prozess, aber es ist sprunghaft. Also man arbeitet und irgendwann entwickelt eine neue Technologie und die zeigt viele Vorteile. Es ist jetzt schwierig zu sagen, welche ist die nächste, ja. Aber es wird bestimmt die nächste geben. Ja. Und die bestimmte. Da muss man aufpassen, was man damit machen kann. Ja, damit machen kann, aber man muss auch sehen, es ist nicht, also wir sehen schon so Fortschritte in die Methode, die wir haben, das ist, die neue ersetzt nicht die alte, weil alle gut sind. Zum Beispiel, es gibt CRISPR-Cas jetzt und jetzt reden wir CRISPR-Cas, weil die im Moment alle CRISPR-Cas kennen. Aber es gibt andere Technologien, die zum Beispiel RNA-Interferenz, also CRISPR-Cas hat den Nobelpreis, RNA-Interferenz hat auch den Nobelpreis. Und ist schon ein bisschen her. Ne? 2006. für bestimmte Ziele ist der RNA-Interferenz auch besser als CRISPR-Cas. Hm. Weil manchmal will man nicht komplett ein Gen ausnocken, also dass er gar nicht exprimiert wird, aber manchmal will man, dass ein bisschen exprimiert wird. Dafür ist besser der RNA-Interferenz. Deswegen, man muss immer sehen, dass wenn eine neue Methode entwickelt, es ist natürlich sehr gut, sehr attraktiv, aber man muss, und das ist auch schwer, ich sage es, weil als Wissenschaftler ist es manchmal auch schwierig, das so zu halten, weil es ist eine neue Methode, man will unbedingt ausprobieren und weitermachen und man verliert manchmal das Ziel oder man hat dann das Ziel nicht mehr im Blick. Aber man muss wirklich evaluieren, okay, das ist eine tolle neue Methode, aber sind andere für dieses Ziel auch noch besser, obwohl sie gerade nicht entwickelt sind. Ja. Deswegen, also ich finde, wir haben das Glück, dass leben wir in Zeit mit so vielen Strategien und Methoden zur Verfügung und die wir auch nutzen, um Weiterentwicklung zu machen, dass also eigentlich können wir sehr glücklich sein. Da haben wir noch eine Frage, ja. Ja, ich hätte noch eine Frage zu den Bluttransfusionen. Wird das jetzt schon genutzt, dass eben synthetisch hergestellte Transfusionen gegeben werden von Erythrozyten und Thrombozyten? Hatte ich das richtig verstanden? Nee, also in der Tat, wir sind jetzt auch in einem präklinischen Modell und hoffen wir in die nächsten 4 Jahren, also das hat auch die regulatorischen Autoritäten dann auch was zu sagen, aber wir hoffen, dass in der Tat in die nächsten 4 Jahre wir dann eine klinische Clinical Trial haben. Und was ist da die größte Schwierigkeit? Also man könnte ja dann quasi am meisten null negativ irgendwie versuchen zu vervielfältigen und hätte das dann in dem Sinne gelöst als Universalspender. Ja, Transfusionsmittel, aber was wir machen, universelle Blut, so nennen wir sie auch. Das ist Blutkomponente, also wir differenzieren nicht die komplette Blut, wie Blutzellen, also entweder Thrombozyten oder Erythrozyten. Und wir modifizieren auch die Stammzellen, sodass sie für alle Personen, die hier in diesem Raum oder die eine Bluttransfusion benötigen würden, diese Zellen passen würden. Das heißt, man würde einfach nicht mehr einen Blutspender suchen oder, gut, also die meisten Bluttransfusionen werden nicht gematcht, aber egal, danach hat auch keinen Effekt mehr, weil dieses Blut auch unsichtbar ist. Er hat keine Fähigkeit, eine Immunantwort zu triggern, also anzufangen. Und deswegen werden auch keine Antikörper gegen dieses Blut oder Blutkomponente entwickelt. Und man kriegt schon so quasi
Lösungen kriegt man jetzt schon hin, dass man sowas transplantierfähig genau. Oder transfusionsfähig? Ja. Also für Thrombozyten, gut, das muss ich schon wirklich in Detail gehen. Also für Thrombozyten es ist es so, dass wir nicht versuchen, dann die Thrombozyten, die konventionell Thrombozyten zu transfundieren, aber die Progenitorzellen, die Megakaryozyten, die dann nach der Transfusion Thrombozyten in der Zirkulation zu produzieren. Das ist auch nicht neu. Das wurde in Japan schon gemacht. Das wurden auch schon Anfang der 90 Megakaryozyten produziert, aber die waren aus der Knochenmark und gab es nicht genug. Heutzutage mit iPS-Zellen, wir können so viele Megakaryozyten produzieren, wie wir wollen, deswegen es ist es möglich, das für die Transfusion zu verwenden. Wo wir jetzt sind, ist in der, also wir evaluieren die Sicherheit von diesem Produkt, also wie hoch ist das Risiko, dass Krebs entsteht oder dass andere Nebenwirkungen passieren durch die Transfusion von diesen in vitro hergestellten Megakaryozyten oder Thrombozyten. Aber kann dann daraus was als Neoplasie entstehen, wenn es nicht Megakaryozyten, sondern schon die Enddifferenzierung ist? Also das ist auch der Vorteil von den Megakaryozyten, wir können die Zellen bestrahlen. Es gibt immer ein Problem assoziiert mit der Nutzung von den Stammzellen, es gibt diese Risiko-Entstehen-Gruppe. Mit Blutzellen, wir, die mit Blutzellen arbeiten, haben wir glücklicherweise die Möglichkeit, diese Zellen zu bestrahlen. Das heißt, sie sind dann in der Lage, Thrombozyten zu produzieren, die auch als Thrombozyten funktionieren. Aber falls eine Stammzelle in ein Produkt gekommen ist, also sollte eigentlich nicht da sein, weil wir reinigen diese Zellen auf, aber falls eine aus Zufall in dem Finalprodukt ist, wird auch nicht die Möglichkeit haben, Krebs zu verursachen, weil sie kann nicht mehr proliferiert, weil sie bestrahlt wird. Ja, vielen Dank. Das ist genau die Stelle, an der ich jetzt einschreiten darf und die Veranstaltung beenden darf. Also es besteht noch die Möglichkeit für konkrete Fragen. Ich glaube, beide Vortragenden werden nicht fluchtartig den Raum verlassen. Also sie können noch bis ins kleinste Detail gehen. Ich glaube, wir haben einen wunderbaren Überblick bekommen über die aktuelle Forschung. Vielen Dank, Frau Professor Figueredo. Das war wirklich auch verständlich und da habe ich eine Menge mitgenommen und ich denke, das kann ich für die meisten hier im Raum sagen. Ihnen auch vielen, vielen Dank, Professor Paul. Sie haben dafür gesorgt, dass das Ganze auch mal ein bisschen Überblick hat, dass wir wirklich jetzt mal alles verstehen, wie es zusammenhängt und herzlichen Dank dafür. Danke dann natürlich auch an Frau Dr. Mertenskötter und das ganze Team der DFG und natürlich das Team hier an Bord der MS Wissenschaft. Vielen Dank für die Unterstützung und für die Veranstaltung, für die Organisation der Veranstaltung. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und fürs Mitdiskutieren. Das war's für heute. Dankeschön.